versichern dich ihrer Ergebenheit. Was aber kann es dir bedeuten, ob ich das auch tue oder nicht? Wer bin ich? Dass ich glauben soll, mein Gebet sei eine Notwendigkeit? Wenn ich Gott sage, weiß ich, dass ich damit von dem einzigen, ewigen, allmächtigen, allwissenden und unvorstellbaren spreche, von dem ich mir ein Bild weder machen kann, noch soll, an den ich keinen Anspruch erheben darf oder kann, der mein heißestes Gebet erfüllt oder nicht beachten will. Trotzdem bete ich, wie alles Lebende betet. Trotzdem erbitte ich Gnaden und Wunder, Erfüllungen. Trotzdem bete ich, denn ich will nicht des beseligenden Gefühls der Einigkeit, der Verbindung mit dir verlustig werden.